Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Randomizer Ultra Super Nuzlocke. Zusammen mit Baloo und mit Katze. Ultra Super Nuzlocke. Ich finde das nicht gut, dass Miri das immer irgendwie benennt. Warum? Ich finde das gut. Ich habe alle Worte drin, die man braucht. Ja, das ist soweit korrekt. Ja, wo waren wir denn? Ja, Baloo hat geheilt? Ich habe uns voll gemacht. Okay. Wo waren wir denn schon? Immer noch hier. Wir waren in der ersten Etage, durch. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit den Arena-Leitern. Und ihr habt gerade mal die erste Etage geschafft. Es sind so viele Encounter. Wo geht's denn da hinten hin? Guten Tag, oh nein, es war eine Falle. Damit hätte ich nicht gerechnet. Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Finde ich auch. Aha. Jetzt Palkia. Ja! Ich will einfach nur Rayquaza. Aber was bekomme Also der Radioturm ist wirklich der Gag des Jahrhunderts. Sie sind ja alle dabei. Was geht hier fehlt halt wirklich nur noch Palkia, ne? Stimmt. Oh. Das ist jetzt nur normal, ne? Oder hat es eine Tafel drauf? Seht ihr das? Ich hab keine Ahnung, wie Arceus funktioniert. Okay. Wir kehrtwenden erstmal raus. Nein, wir kehrtwenden nicht raus. Jetzt kehrtwenden und raus. Lauf! Super Fischi, eines Tages machst du Schaden. Woran sieht man das, welche Version es haben kann? Es hat dann andere Farben, glaube ich. Ja, es ist grün. Also bei grün würde ich sagen, eindeutig Wasser. Hundi, hau drauf. Es wird keine Tafel drauf haben. Die müssten die als Item drauf tun. Ja, es ist normal. Diese Geschichte. Und paralilalisiert. Was für ein Lila? Erdkräfte. Das sieht ein bisschen OP aus, Arceus, an der Stelle. Ja, das sieht auch sehr feurig aus. Lacht den Gott der Pokémon Guten Tag, mein nicht Name ist Arceus. Ich habe gerade eben 9 Kapischadin gemacht. Lacht nicht sehr den Gott machen. Der Pokémon aus. Er ist krass. Nein. Doch. In seinen Träumen vielleicht. Yes, Palkia. Was ist diese scheiß Radiostation eigentlich los? Ich will hier nicht weiterlaufen. Kann das jemand anderes machen? Leute, die Folge hier ist heute eine ultra kurze Nuzlocke-Folge. Easy, dann krieg ich die Sachen, wo nur noch Zubats kommen. Ja. Der Anführer hat sich hinter der Tür versteckt. Okay. Der Intendant kann sie öffnen. Du findest ihn im 4. Stock. Oh, bitte, du musst ihn retten. Okay. Hello, Intendant. Was geht ab? Ein Intendant. Interessant. Da ist ein Mauzi. Steck es in den Kochtopf und mach es weg da. Hilf mir, Mauzi, hilf mir. Oh, Mauzi, Mau. Ben. Mau. Aha. Musik bereichert die Herzen aller Menschen. Ein echter Musikliebhaber würde in unserem Radioturm nie solchen Schabernack treiben. Aha. Jawohl, ja. Der Plan zur Befreiung des Radioturms war ein voller Befreiung? Ja, manche Leute fühlen sich halt als was Besseres. Dieser Lance muss echt cool sein. Wer bist du denn? Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand Lance in den Weg stellt. Ich meine natürlich Team Rocket. Aha. Alles klar. Staraptor! Es sieht gar nicht aus wie ein Raptor. Hätten wir jetzt mal eine Eisattacke auf Super Fischi. Super Fischi war stets bemüht. Nein, war es nicht. Wir haben Antikraft. Was, wie war es nicht? Ja, Antikraft, komm, hau weg. Brauchen die EP. Los, wirf mit Stein. Gut gemacht. Das war's jetzt erstmal. Also du bist heute wirklich ein richtiger Swagger, was das angeht, ne? Also das ist wirklich krass. Schon wieder ein No. Das hab ich nicht verdient. Und wie ist das Wetter bei euch so? Würdest du bitte weiterspielen? Relativ hell, ich würde sagen bewölkt teilweise. Aha. Ja, bei uns regnen. Ist das auch so. Es hat ein bisschen genieselt. Ja, aber schön. Machst du bitte weiter? Nein. Warum? Doch. Nein. Wusstet ihr, dass es Nieseln heißt, wenn man das Team nicht genieseln kann? Ich finde, kann? Wir sollten das wie beim Fußball machen. Wenn man das herauszögert, gibt es Strafzeit, musst du hinten dranhängen.
Ja, das ist ja geil, dann wird die Folge einfach 30 Minuten lang und passiert trotzdem nichts. Die Logik dahinter, Alter. Haben wir gerade Cameron gegen Hoho eingesetzt? Ich setze Intensität ein. Weißt du, das ist clever. Damit rechnet keiner. Ah ja. Begeistert. Wow, Hoho, chill. Relax, Cameron. Bruder, okay, Steinhagel hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Bam, tschüss. Ja, dachtest du, du bist ein krasses, legendäres Pokémon. Wurdest du schon mal von Cameron besiegt? Ich glaube nicht. Ja. Das ist das nächste Mystic, oder? Und wie ist bei euch das Wetter? Ach nee, warte. Und Katze, was bestellst du dir jetzt zu essen heute Abend? Ich habe mich für eine Pizza entschieden und ich habe eine Pizzeria gefunden. Oh, lecker. Die als Zusatzzutaten. Ich hab eine Essen Zusatz- heute auch Pizza? Aber nur wenn es so Pizza, Pizza ist, wo so frische Sachen drauf sind. Also mach so eine, mal weiter da. Die gebacken wird, dann machst du Salatfrischen drauf. Das ist cool. Das ist die einzige Pizza, die ich mag. Bei mir ist eine Pizza Salami jetzt momentan bestellt mit extra Mozzarella-Käse und zusätzlich noch Kräuterbutter. Kräuterbutter. Ich mag Kräuterbutter und ich mag das wirklich sehr, die Kräuterbutter allgemein noch so im Brot und sowas mit dabei zu haben. Deswegen, und die haben das angeboten und ich würde das gerne mal probieren, wie mir das schmeckt, wenn da Kräuterbutter noch mit dabei ist. Und die wird dann auf den Rand gestrichen oder wie? Nee, die wird allgemein drüber gestrichen oder vielleicht sogar als Würfel wie Feta-Käse draufgelegt und dann einfach mit rein in die Textur reingebracht. Okay, interessant. Interessante Idee. Wir haben auch eine Pizzeria in unserer Umgebung, die gefüllte Pizzabrötchen macht und die Kräuterbutter gefüllten Pizzabrötchen sind halt absolut Deluxe. Oh, das legendäre Hut. Das ist, dann kommt das immer ist, das zum Schluss. Das ist immer, ja, wenn Ho-O einen neuen Instagram-Account erstellen will, aber es muss seinen Namen verändern, weil... Hut. Ho-O Undercover. Hut. Das ist bestimmt die Vorentwicklung. Ihr habt das nur nie erkannt. Ach so, oh, das macht Sinn. Der Guck beste mal, Freund also ein bisschen Ähnlichkeit ist da schon vorhanden. Ich meine, das hat Flügel. Ja. Die Augenbrauen auch? Ja. Also extravagante Augenbrauen? Es ist ein Flug-Pokémon? War schon, also hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass du das schaffst, ey. Also die beiden anderen waren mir sicher, aber da... Krass. Was ist in diesem Turm los? Für mich zählen nur Team Rocket und Lance. Wer schätzt sich schon um Pokémon? Hubert! Lance. Oh, Hubert! Hallo! Solange kann ich nicht erklären, keinen Kampf alles mehr gehen. Gut. Hallo, hier spricht Hubert. Guten Tag. Wie geht es dir? Ich weiß nicht mehr, wer Hubert ist, aber okay. Wilde Pokémon zu fangen ist nicht unbedingt meine Stärke. Häufig muss ich Rückschläge einstecken. Neulich zum Beispiel ist mir ein Radfratz entwischt. Das ist schon ganz schön schlecht. Also das ist nicht mal mehr traurig, das Zeug von Inkompetenz. Ich hatte kaum meinen Hut gezückt, um es anständig zu grüßen. Da war es auch schon fortgeflitzt. Diese wilden Radfratzen sind wirklich reichlich unwürdigen Gesellen. Tüt. Das wollte ich nicht. Ich könnte mal wieder bei Professor Lind anrufen oder bei meiner Mutter. Nein, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wenn ich so drüber nachdenke, können wir jetzt mal in Ruhe Pokémon heilen. Oh ja, guck mal, Cameron. Oh. Bist du dafür jetzt? Du könntest auch einfach zurückgehen, aber. Ja, aber doch nicht für ein Pokémon. Na gut. Dritter Stock, Produktion. Aha, was steht denn hier auf dem Zettel? Bist du bei uns in der Firma? Kann ich nicht lesen. Geheime Daten am PC. Also ich finde Miris Taktik, das unauffällig zu machen, um wie die Zeit schindet, merkt man fast gar nicht, oder? Dieser Turm ist nicht schön. Das Problem, das ihr habt, ist, dass ihr Angst vor legendären Pokémon habt, weil ihr eine Bindung zu eurem Pokémon aufgebaut habt. Es ist nicht legendär. Ich will lieber wieder die legendären Pokémon, nicht Knackrack. Das ist aber jetzt wirklich Unlichtdrache. Das ist Drache Boden, oder nicht? Oh, ich hasse dieses Leben. Es ist ein Sandshark, sieht man doch. Das Problem ist, ich kenne immer nur die Tag-Team-Karten momentan von diesen Arten von Pokémon. Und da sind halt immer gemischte Arten oder sind immer nur Sachen drauf, wo es halt geändert ist, so. Wie halt nicht nur die Karten, sondern auch das richtige Spiel. Oh, toll, Knackrack. Das ist ja nett von dir.
Ja, ich habe halt kein DS gehabt. Ich kann nur Sword and Shield spielen. Das, also ich habe wirklich von dritter Generation, also von Smaragd, bin ich direkt auf Sword Shield gegangen. Ich habe keine andere gespielt. Ah, gut. Hoffentlich macht die Rauhaut nicht zu viel Schaden. Gut, die macht gar keinen Schaden. An dieser Stelle vielen Dank. Ah, toll, danke schön. Das ist ja nett von dir. Besieg dich einfach selbst. Das hat selber gemacht. Toll. Sandsturm. Gyarados. Eiszahn. Rauhaut. Ja. Das macht sich ja nicht viel Schaden. Warum bist du so dämlich? Es hat gar keine Rauhaut, so dämlich, das ist ja traurig. So dämlich. Du hast gesprochen dämlich, so dämlich ist doch nur Blaulich. Katze, ja. Die Katze, sie ist so eine Fratze. Es ist der Tauboss, er kommt reingeflogen in den Kampf, yo. Faust zu dem Boss. Oh, okay. Okay. Hey, ich kann den Sandsturm für mich nutzen, ist das nicht schön? Ist er jetzt weg, der Sandsturm? Wahrscheinlich. Oha. Handelt es sich hierbei etwa um eine Windhose? Es ist ja fast so gut wie ein Kaschmirhemd. Tschüss, Taubers. Tau, mach's gut. Aber das ist Taubers, der Boss. So mächtig. So mächtig. Und du hast ihn einfach einmal gehauen. Oh nee, ist immer noch Sandsturm. Aber Taubers hat nicht ein einziges Mal davon was abgekriegt. Ein Willi! Was? Was ist denn ist ein das Lili? Nicht die erste Entwicklung von der Lili? Also von dieser diese antike Pflanze? Ja, ja, aber was ist das denn für ein Typ? Gesteinpflanze war die letzte Entwicklung. Gesteinwasser war, glaube ich, die erste. Gestein ist auf jeden Fall irgendwo mit dabei. Bin mir fast sicher. Huh. Oh, es ist die letzte Entwicklung. Intensität und Gimmick? Ja, würde ich halt jetzt auch sagen. Ja, Cameron, bisschen mehr Initiative nächstes Mal, aber okay. Es war ja schneller, also Initiative war da. Ja, ein bisschen mehr Intensität. Das hat dir einen Schaden gemacht. Das jetzt war hier. Ist das jetzt schon Sandsturm. Krass. Ja, Cameron, okay. Nächstes Mal bitte sofort so. Aber okay. Ich war unzufrieden, ich muss besser arbeiten. Ich muss arbeiten. Mehr draufhauen. Intensität 9, juhu. Putze. Unglaublich. Ja, was hier auf dem PC ist. Ach, auch nichts. Möchtest du noch gegen den Pokémon-Magazine, der Pokémon-Freund, Pokémon-Handbuch, geliebte Pokémon. Welches von den Magazinen würdet ihr am liebsten lesen? Sag das ist wieder Anspiel auf geliebte Katze, geliebte Hunde. Muss jemand geheilt werden? Ich hab's nicht ganz gesehen. Kannst du noch mal eventuell zeigen, welche Magazine es da gibt? Ach so, ach ja, klar kann ich das machen, ja. Also wir haben hier der Pokémon-Freund, das Pokémon-Handbuch oder geliebte Pokémon. Ich würde sagen, der Pokémon-Freund, weil ein Pokémon-Handbuch gut, wenn ich jetzt ein Problem hätte, irgendwie mein Pokémon zu bedienen. Oh Mann. Ja, na, das wäre was für mich jetzt, wo du sagst. Ja, exzellent. Mit dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat setzen. In die Tat umsetzen. Brutal. Umsetzen. Jetzt, wie wär's mit Palkia. Formeo. Ich bin enttäuscht. Das ist enttäuschend. Hey, super Fische kriegen Level Up. Sehr schön. Super Fische, komm zurück. Und aber das ist nicht wirklich eine Herausforderung für dich. Aber Formeo, das ist krass. Verstehe ich schon. Hätte ich jetzt auch unglaublich Angst vor. Guck es dir an. Es sieht seltsam aus. Oh oh. Das ist ungut von ihm. Das finde ich jetzt nicht so nett eigentlich. Das ist schon kontrovers, nennen wir es mal so. Hat das Schwebe? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Schwebe hat. Gyarados fängt die Feuerattacken schon ab. Ob es überhaupt Feuerattacken hat, ich weiß es nicht. Wenn es die Form ändert, lernt es dann eine Attacke mit dabei oder nicht? Es ist geistig nicht so ganz anwesend. Was?
Du bist von allen Pokémon heute das Nervigste. Hat dir das schon mal einer gesagt? Einfach Drachenwut drauf, sind 40 Schaden, das passt. Oh, hast du dich erschreckt? Oh nein. Das ist aber erschreckend. Hast du dich erschreckt, als du vor diesem Riesenvieh gebissen wurdest? Das tut mir so leid. Du bist gemein. Das tut mir so leid. Ich freue mich dann jetzt gleich, nur Gegner zu haben, die Zubat spielen und sowas. Ja, wahrscheinlich ist das so. Denn das ist das Ende meiner Folge. Wenn ihr wissen möchtet, ob das Leben gerecht ist und Katze jetzt genauso viele legendäre Pokémon bekommt, schaltet morgen bei ihm ein. Ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bleibt feurig.